Voodoo-Stadler eingefangen ist von der Kamera. Jetzt die 1, Volkan Chito, Turf Lady ist noch außerhalb und auch die Favoritin Bastille muss noch einrücken. Volkan Chito, der Wöhler-Schützling, kommt jetzt in Position. Alle anderen sind Startler. Und das ist der Starterfolg zum 6. Rennen, dem Rudolf-August-Holzgar-Gedächtnisrennen, BBRG Meiler Auktionsrennen. 1600 Meter natürlich die Distanz. An die Spitze setzt sich Voodoo in der Außenseiterrolle. Dahinter dann Turf Lady in zweiter Position. Volkan Chito außen daneben. Bastille ist mit in vorderster Linie. Dahinter sieht man dann Touch Speed. An der Innenseite Halligalli und Saxone am Ende des Feldes mit Vatenko. Die Pferde gleich Mitte der Gegenseite. Voodoo knapp im Vorteil vor Turf Lady außen daneben. Dahinter dann die Gruppe mit Touch Speed, mit Bastille und Volkan Chito. Dahinter dann Halligalli mit Saxone und Vatenko weiterhin am Ende des Feldes. Es geht in den Schlussbogen hinein. Voodoo mit einer Länge vor Turf Lady. Dahinter Halligalli dicht auf. Dahinter sieht man Volkan Chito vor Touch Speed. Außen Bastille, innen Saxone und Vatenko hat Anschluss gefunden. Vom ersten bis zum letzten sind es höchstens 4 Längen. Da schaut sich der Reiter von Halligalli, Martin Seidel, zur Seite um. An der Spitze ist Voodoo. Voodoo am Übergang weiter vorne. Es geht in Richtung des Einlaufs weiter vor Halligalli. Das Feld zieht sich jetzt ein bisschen, da das Tempo vorne verschärft wird in die Länge. An die Spitze ist unverändert Voodoo in der Außenseiterrolle weiter vorne. Halligalli kommt aber jetzt angerauscht außen daneben. Dahinter dann Bastille, Volkan Chito und Touch Speed an der Innenseite. Voodoo mit Halligalli. Halligalli jetzt im Vorteil. Halligalli noch 200 Metern an der Spitze. Voodoo kämpft dahinter um das zweite Geld. Halligalli kann sich verabschieden mit Martin Seidel. Halligalli und jetzt steht Hamburg Kopf. Halligalli wird das Rennen gewinnen. Halligalli macht seinem Namen alle Ehre. Und dahinter dann Saxone auf dem zweiten Platz und dann eventuell noch Bastille vor Voodoo und Volkan Chito. Dann Touch Speed und Vatenko und dann Turf Lady. Vorläufiger Richterspruch, 6. Rennen, Rudolf August Oetker Gedächtnisrennen. Siegerin ist die 7 Halligalli, auf dem 2. Platz die 4 Saxone, drittes Pferd die 3 Bastille und vierter die 10 Voodoo. Ich wiederhole, vorläufiger Richterspruch, 6. Rennen, Rudolf August Oetker Gedächtnisrennen, 7 Halligalli, 4 Saxone, 3 Bastille und 10 Voodoo.